Nächster Redner, der Abgeordnete Dr. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Professor Rosnagel, man könnte fast schon sagen, es ist schon fast alles gesagt, aber noch nicht von der FDP. Das sage ich aber sehr bewusst am Anfang, weil ich das Gefühl habe, dass wir selten in diesem Hause so einig über die Bewertung des Berichtes, sehr geehrter Herr Rosnagel, sind, den Sie und Professor Ronellenfitsch uns hier vorgelegt haben. Es ist schon gesagt worden, dieser Bericht beschäftigt sich mit dem 50. Jahr des Datenschutzes in Hessen. Da können wir alle stolz darauf sein, auch wenn keiner von uns dabei war. Aber es waren unsere Ahnen, unsere Vorfahren, die das erste Datenschutzgesetz bundesweit, europaweit, weltweit, weiß ich nicht. Ja, es wird immer behauptet, ich bin da ein bisschen, das ist so die amerikanische Art, alles ist das Größte, alles ist das Beste, alles ist das Schnellste. Jedenfalls, dieses Datenschutzgesetz war nicht nur für Deutschland, sondern jedenfalls für Europa doch sehr beispielgebend. Und jetzt beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen dieses Gesetzes im 50. Jahr seiner Gültigkeit. Ja, wir müssen ehrlich sagen, es ist nicht nur noch das Gesetz, das die Grundlage unserer Ihrer Arbeit ist, sondern es ist natürlich auch die Datenschutzgrundverordnung und einige andere Regeln, die zu beachten sind. Aber ich glaube, dass wir schon als Hessinnen und Hessen stolz auf unsere Datenschützer, stolz auf unsere Beamten und stolz auch auf die Gesetzgeber sein können, dass der Datenschutzbeauftragte hier am Anfang sagt, in Hessen ist Datenschutz überhaupt kein Problem. Vielen Dank an uns alle, das sage ich sehr bewusst, denn das ist ein Teamplay und das hat man ja auch gemerkt bei den Wortmeldungen. Ich will das Herrn Lichert ein bisschen außen vor lassen, weil er hat sich natürlich genötigt gefühlt, mal wieder ein ganz anderes Thema noch mit einzuführen, was man auch einführen kann, aber was man nach meiner Meinung so nicht einführen sollte, wenn es um Datenschutz, geht. Herr Kollege, wir kennen uns schon lange genug, deshalb erbitte ich Aufmerksamkeit. Also es ist gut, dass wir in Hessen keine entscheidenden Datenschutzprobleme haben. Wobei ich hier Punkt 2 sagen möchte, das ist ein bisschen auch auf Frau Kollegin Hersberg erwidert, im öffentlichen Bereich ja, im privaten Bereich glaube ich nicht. Das zeigt natürlich, mit privat meine ich nicht öffentlichen Bereich, das glaube ich nicht, dass wir das so zur Seite argumentieren können. Ich habe schon das Gefühl, dass nicht nur kleine und mittelständische Unternehmen, Sie haben die angesprochen, die ja auch hier im Bericht drin sind, sondern dass auch kleine und mittelständische Kommunen, Gebietskörperschaften, also teilstaatliche Einrichtungen, schlicht überfordert sind, mit den Normen umzugehen, diese Normen so einzusetzen, dass Sie mit aller Überzeugung sagen können, nicht nur im staatlichen Bereich, sondern auch im privaten und aber auch im kommunalen Bereich wird alles beachtet. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, zwingt mich als Liberalen, zwingt uns als Fraktion der Freien Demokraten dazu, darüber nachzudenken, ob denn wirklich alle Normen so sinnvoll sind. Wenn ein kleiner und mittelständischer Unternehmer, ein Betrieb mit, keine Ahnung, 40 Leuten, die Daten nicht, die Voraussetzungen nicht erfüllen, kann, es sei denn, dass er sich sehr, sehr teurem Rat, meine Kollegen Anwälte freuen sich darüber, so etwas machen zu dürfen, bedient, glaube ich, müssen wir uns hinterfragen, ist denn die Norm wirklich so sinnvoll oder ist sie nicht vielleicht auch nur dann sinnvoll, wenn wir uns mit größeren Einheiten auseinandersetzen und können wir bei kleineren Einheiten ein anderes System einführen. Ich bin da vollkommen offen. Sie merken an der Reaktion meiner Kollegen, wir sind da vollkommen offen, aber darüber nachdenken. Das sollten wir auf alle Fälle schon, denn die Verstöße zu akzeptieren nach dem Motto, es ist halt so schwer, das, glaube ich, ist keine gute Lösung. Ja, ich bin bei Kollegen Leveringhaus zu 100% bei der Aussage, ich mache es jetzt mal etwas sehr salopp, lasst es sein, Corona unerfolgreiche Bekämpfung mit Datenschutz zu begründen. Es ist einfach falsch. Oder man könnte sogar sagen, es ist eine Lüge. Denn die Leute, die das behaupten, wissen, dass es anders ist. Und es wurden ja Beispiele hier genannt. Ja, man kann dazu stehen,
ob nun Videokonferenzen von in Amerika sesshaften Unternehmen mit deren Technik genutzt werden darf oder nicht. Aber es war nicht Herr Ronellenfitsch, es war nicht Herr Rossnagel, es war Herr Lorz, der dritte Professor in dieser Runde, der sich nicht daran gehalten hat, es ordentlich umzusetzen. Sie sind dafür verantwortlich und nicht der Datenschutz, dass wir in Hessen kein vernünftiges VKS-System in den Schulen haben. Damit kann der Datenschutz hat damit null zu tun. Ja, es ist die Gierigkeit des ein oder anderen Polizeibeamten, Herr Innenminister. Sie haben das ja auf eine Anfrage des Kollegen Müller und mir auch beantwortet, die einen Verstoß gegen die Regel der Kontaktnachfolge in Restaurants zutage geführt hat. Das ist nicht der Datenschutz, sondern ich gebe doch nur meine Daten in der Kneipe an, wenn ich weiß, dass sie nur für die Kneipe und für die Verfolgung von Corona zuständig ist. Und ich gebe sie natürlich dann mit Hänschenklein oder was da alles für ein Unsinn aufgeschrieben worden ist an, wenn ich die Befürchtung habe, sie werden anderweitig gebraucht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor der Kollege Präsident mich abwinkt, möchte ich Ihnen sagen, wir sind stolz darauf, dass wir in Hessen ein derartiges System haben seit 50 Jahren, dass wir auch es geschafft haben, das war ein langer Prozess, ich weiß, wovon ich rede, dass in Ihrer Behörde sowohl der staatliche wie auch der private, jetzt wieder ein Gänsefüßchen, Datenschutz organisiert ist. Machen wir so weiter. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Jörg-Uwe Hahn. Jetzt kommt der Thorsten Felstehausen, Kollege der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, ich hoffe, Sie verzeihen die umgekehrte Anrede. Sehr verehrter Herr Prof. Dr. Rossnagel, sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Auch im Namen, in dem Namen meiner Fraktion der Linken. Herr Kollege Felstehausen, zweimal Herr Präsident ist ja in Ordnung. Ja, das genau. Im Namen meiner Fraktion der Linken möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken für die Vorlage Ihres Berichtes und noch viel mehr für die Arbeit, die Sie in den letzten Monaten für uns geleistet haben, weil Sie sind unser Datenschutzbeauftragter. Wir haben Sie hier in diesem Haus gewählt und mit der Autorität des Landtages ausgestattet, die Aufgaben, und Sie haben es gerade ausgeführt, des Datenschutzes, aber auch der Informationsfreiheit in unserem Namen zu überwachen und durchzusetzen. Und ich glaube, das sind wichtige Aufgaben und es ist ein wichtiges Amt. Und Sie beweisen in dem Bericht, den Sie vorgelegt haben, wo wir die Baustellen haben, nicht nur im Umgang mit bestehenden Systemen, nicht nur in der Umsetzung einer sich auch ändernden Rechtsprechung, sondern auch, wenn es um neue Aufgaben geht, wie ja, was passiert eigentlich im Bereich Smart Home und Smart Office? Was ist mit Gesundheit-Apps und welche Regelungen brauchen wir dort eigentlich? Und wie gehen wir das Thema Big Data und künstliche Intelligenz an, wenn wir von Persönlichkeitsrechten und von Freiheitsrechten reden? Da geben Sie uns wichtige Orientierung und Hinweise und das ist sehr gut. Aber Sie gehen natürlich auch konkreten Beschwerden, konkreten Auskunftsersuchen und Beratungsanliegen nach. Das tun Sie über 70 Mal pro Tag in Ihrer Behörde. Und da kann man eben auch sehen, wie groß der Umfang ist dessen, was da durch Sie geleistet wird. Und ich kann der Kollegin nur zustimmen, wenn wir sagen, und da unterstützen wir das auch, diese zunehmenden Aufgaben, die Sie haben, die Sie auch beschrieben haben, quantitativ und qualitativ, das muss sich in der personellen und in der sächlichen Ausstattung Ihrer Behörde natürlich auch widerspiegeln, sonst sind Sie nicht schlagkräftig. Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen, die Sie auch in Ihrem Bericht erwähnt haben, aber vorweg möchte ich noch einmal den Leitgedanken formulieren, dem Sie auch verpflichtet sind, der sich in der DSGVO und auch in Ihrer Arbeit dann widerspiegelt. Nämlich noch einmal erinnern
an das Urteil zur Volkszählung des Bundesverfassungsgerichtes, die dort gesagt haben in ihrem Leitsatz, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wäre eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der der Bürger nicht mehr wissen kann, wer was wann bei welcher Gelegenheit speichert, verwendet und weitergibt. Und er wird dann versuchen, eben durch genau diese Verhaltensweisen nicht aufzufallen. Und dann sagt eben das Bundesverfassungsgericht an dieser Stelle, dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil die Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens ist. Dafür sind Sie der Wächter, und ich danke Ihnen für die Arbeit. Und deshalb möchte ich Ihnen auch danken, dass Sie unser Blick auf nicht nur auf das Handeln im privaten Bereich lenken, sondern natürlich auch im staatlichen Bereich, weil dort tragen wir eben auch Verantwortung. Und das heißt für mich auch, dass das Handeln der Sicherheitsbehörden natürlich dem vom Landtag bestellten Datenschutzbeauftragten zugänglich sein muss. Und selbstverständlich müssen die Transparenzrechte, die das Bundesverfassungsgericht gefordert hat, aber auch in der DSGVO gesetzlich normiert ist, auch bei dem Handeln der Sicherheitsbehörden Berücksichtigung finden. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Und Sie haben in Ihrem Bericht etliche Fälle, meldepflichtige Sachverhalte aufgeführt. Ich würde da nicht sagen, dass wir da ein grundsätzliches Organisationsverschulden haben. Es gibt viele Fälle, wo der Innenminister dringend nachbessern sollte und auch nachbessern muss. Aber natürlich lässt es sich nie ausschließen, dass Einzelne, und dann wird von sogenannten Beschäftigtenexzessen gesprochen, dass Einzelne eben Datensysteme auch so verwenden, wie es eben nicht vorgesehen ist. Uns als Linken fehlt jedes Verständnis jedoch für die Argumentation der Verantwortlichen der Polizei und des Innenministers, dass diese Vorfälle erst dann dem Beauftragten für Datenschutz zu melden sind, wenn die Verfahren rechtssicher abgeschlossen sind. Was ist das für ein Bild? Sehr klar sagt die Datenschutzgrundverordnung, innerhalb von 72 Stunden hat das zu geschehen. Und wir sind jetzt froh, dass Sie mit der Polizei eine klare Regelung getroffen haben, die dazu führen wird, dass eben nach Abschätzung von Schadenswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe bei einem Datenmissbrauch für die persönliche Freiheit des Einzelnen eine unverzügliche Meldung an Sie zu erfolgen hat. Und wir hoffen, dass diese Einsicht sich jetzt durchsetzt und auch handlungsleitend wird. NSU 2.0 hat gezeigt, wie groß dort die Aufgaben sind. Und Herr Kollege Felzhausen, Sie müssen zum Schluss kommen. Am Ende, Herr Vorsitzender. Und natürlich müssen die Betroffenen auch unverzüglich dann von diesen Datenabfragen erfahren. Und wir sind froh, dass wir Sie als Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen an der Seite wissen, eben auch genau der Betroffenen von diesen Datenabfragen, und dass Sie diese Rechte stark machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Welzhausen. Jetzt hat das Wort der Kollege Hartmut Honka, CDU-Fraktion. Ich ziehe mal das Pult hoch. Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Roßnagel, lassen Sie mich beginnen mit einem Dank für das gute Miteinander der Diskussion im Ausschuss für Digitales und Datenschutz. Das ist angesprochen worden. Wir haben dort ein gutes Miteinander der Diskussion zwischen Ihnen als Person, Ihnen als Vertreter, aber auch Ihrer Behörde, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihrer Behörde, uns als Landtag, und wir sind ja da in einem Dreiecksverhältnis. Wir haben ja als dritten Mitspieler, wenn ich so nennen darf, die Regierung auch mit dabei, die Sie kontrollieren, die, mit der wir erfolgreich zusammenarbeiten, zumindest wir von der Koalitionsfraktion erfolgreich zusammenarbeiten. Und normalerweise ist es ja so, in Dreiecksverhältnissen wird es komplizierter, als wenn nur zwei vorhanden sind. Aber ich glaube, dieses Dreiecksverhältnis funktioniert, weil es in einem respektierten Umgang miteinander, in einem anständigen Umgang miteinander funktioniert. Und das ist gut so. Das hat unter Ihrem Vorgänger funktioniert. Das funktioniert mit Ihnen jetzt, wie es beschrieben wurde, mindestens genauso gut. Von daher meinen persönlichen Dank
meiner Fraktion an Sie als auch an Ihre Behörde für dieses Miteinander. Ich möchte in Anbetracht der Zeit auf nur wenige kurze Aspekte eingehen. Es ist schon angesprochen worden, die großen Namen, die wir gerne in der Zeitung lesen, wenn es um das gerne in Anführungszeichen lesen, wenn es um das Thema Datenschutz geht, die kommen in den Berichten relativ selten vor hier im Haus, weil die Behörden in Hessen keinen Sitz haben. Ja, das ist dann im Prinzip geschuldet. Dann ist in Europa Irland zuständig. Und manchmal hat man das Gefühl, so toll für viele die Europäische Datenschutzgrundverordnung ist, an der Stelle hakt sie an der Umsetzung. Weil wenn die Behörde vor Ort nicht willens ist, dann auch tatkräftig einzuschreiten, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sind das wirtschaftliche, strukturpolitische Interessen des Sitzlandes, ich will es mal so in den Raum stellen, dann kann die beste Regelung, die man hat, keinerlei Wirkung entfalten. Und von daher, ich glaube, an der Stelle hakt noch so manches der Zukunft und der Umsetzung. Und gleichzeitig wäre es aber so wichtig für die Menschen, was dort passiert, was dort gespeichert wird. Und wer heute die Zeitung aufschließt, liest ja gerade die Berichte über die Anhörung, die gestern im Europäischen Parlament stattgefunden hat mit dieser Whistleblowerin Frau Frances Hogan. Was passiert eigentlich bei diesem Unternehmen im Hintergrund mit den Daten? Und da ist das ganz große Frage wieder des Bewusstseins der Menschen. Die FAZ hat das neulich gerade in einem Artikel am 25. Oktober schön überschrieben. Bequemlichkeit schlägt Datenschutz. Und an der Stelle ist man wieder bei der Frage des Bewusstseins. Wenn man dort alles in, ich sage es mal bewusst, in irgendwelche Netzwerke reinpostet, braucht man sich A, nicht wundern, was hinterher daraus passiert, B, dass es niemals vergessen geht und C, was diese Unternehmen, die immer ein rein wirtschaftliches Interesse haben, daraus machen aus diesem Wissen. Das ist einfach eine Frage des Bewusstseins. Dass nicht alles in Europa immer nur ganz toll läuft, möchte ich anmerken anhand eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs, der unseren Petitionsausschuss ja auf die Ebene einer Behörde gestellt hat. Das möchte ich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss strikt zurückweisen, dass wir hier nur eine Behörde sind. Der Landtag ist immer noch Legislativorgan und keine Exekutive. Das hat mich dann schon als Jurist schwer gewundert, wie man dort zu solch einem Urteil gekommen ist. Wir ändern jetzt ja hier ein bisschen unsere Gesetze dabei in der Anpassung der Folge davon. Aber ich glaube, das macht deutlich solch ein Beispiel, so gut manches gemeint ist, so schlecht kann es sich manchmal auch mal auswirken, wenn man mal so richtig daneben greift. Und jetzt können wir ja das Urteil nicht beiseite wischen. Wir müssen es respektieren, wir müssen damit umgehen. Aber es macht deutlich, da hakt es noch manchmal am Bewusstsein dafür, dass Bundesländer nicht bloß irgendwelche Verwaltungsbehörden sind, sondern eigene autonome Rechte haben in der Bundesrepublik Deutschland. Von daher, es bleibt, glaube ich, noch viel zu tun. Es wird uns allen nicht langweilig werden bei diesem Thema. Ich danke Ihnen nochmals vielmals für das Miteinander. Und bin mir sicher, dass wir auch im kommenden Jahr eine Menge Lesestoff bekommen werden durch den neuen Bericht, der dann zu 100% von Ihnen verantwortet wird und weiterhin auf das gute Miteinander im Ausschuss, weil Datenschutz, da gewinnt am Ende keiner, sondern am Ende gewinnen entweder wir alle oder niemand. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Hartmut Honka. Jetzt hat das Wort der Innenminister. Staatsminister Peter Beuth, bitte. Herr Präsident, ich habe gelernt, dass man Sie besser zweimal anspricht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Professor Roßnagel, der 49. Tätigkeitsbericht für den Datenschutz und der dritte Bericht zur Informationsfreiheit sind die ersten Berichte, die uns der neue hessische Datenschutzbeauftragte, Herr Prof. Roßnagel, hier vorlegt. Aufgrund der Zeitläufe, ist schon erörtert worden, behandelt der Bericht natürlich auch Prüfungen aus der Zeit vor Ihrem Amtsantritt. Im Namen der Landesregierung möchte ich Sie ebenfalls hier sehr herzlich begrüßen und freue mich auf die Zusammenarbeit und will schon gleich dem Hause hier sagen, dass die Zusammenarbeit sich in den letzten Monaten bereits gut angelassen hat, wir schon gute Gespräche geführt haben. Und das ist auch gut im Interesse auch des Datenschutzes bei uns in Hessen. Gerade als
Innenminister mit der operativen Verantwortung für die Digitalisierung der Verwaltung in vielen Großprojekten wie OZG und digitale Modellbehörde, aber auch in der Verantwortung, künstliche Intelligenz für die Sicherheitsbehörden nutzbar zu machen, ist die Zusammenarbeit mit einem versierten und erfahrenen Gesprächspartner von großem Wert. Und dafür bin ich Ihnen schon jetzt sehr dankbar. Wie schon in den Vorjahren, verzeichnen auch der 49. Tätigkeitsbericht und der dritte Bericht zur Informationsfreiheit im öffentlichen Bereich keine schwerwiegenden Verstöße von Behörden der Landesverwaltung gegen das Datenschutzrecht. Hessen ist im Datenschutz gut aufgestellt. Die Hinweise des hessischen Datenschutzbeauftragten empfinden wir wiederholt nicht als Kritik, sondern als gute Beratung von Experten. Auch das möchte ich hier deutlich machen. Wie Sie der Stellungnahme der Landesregierung bitte entnehmen wollen, sind wir in der großen Überzahl der Themen der Auffassung des Datenschutzbeauftragten gefolgt. Sie haben das dargestellt. Ich danke Herrn Prof. Roßnagel, dass er bereits angekündigt hat, die traditionell sehr kooperative und an gemeinsamen Zielen orientierte Zusammenarbeit fortzusetzen. Sicher wird es immer wieder einmal unterschiedliche Einschätzungen der Problemlagen zwischen Datenschutzbehörde und Verwaltung geben. Ein paar von diesen haben wir gerade eben gehört. Bei Videokonferenzsystemen, zum Beispiel in der hessischen Schulverwaltung. Jetzt will ich die Einzelheiten von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren nicht vertiefen, aber natürlich ist es schon eine Frage des Datenschutzes, wo man darüber diskutieren kann und diskutieren muss, ob allerorten gängige amerikanische Systeme nicht auch in Schulen genutzt werden dürfen oder ob dafür extra ein eigenes System entwickelt werden muss. Ich finde, diese Diskussion darf man miteinander führen. Aber ich will im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mich ausdrücklich noch einmal bei Ihnen persönlich, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bei Ihrem Vorgänger bedanken, dass wir dort zunächst einmal dem Auftrag und der Sache folgend arbeiten konnten und dann so gut wie möglich die Datenschutzregeln einhalten konnten. Es war eine nicht einfache Zeit, wenn ich an Kontaktnachverfolgung, Sie haben ein paar Einzelbeispiele genannt, Kontaktnachverfolgung, die Geschichte mit den Gaststätten, aber auch bei dem Impfprozess, wo wir mit Gesundheitsdaten umgehen und wo ich es immer als unmöglich empfunden habe, wenn irgendjemand gesagt hat, so nach dem Motto, was muss man jetzt hier den Datenschutz beachten? Da ging es um Gesundheitsdaten von Bürgerinnen und Bürgern, also wirklich um den Kernbereich sozusagen, den wir im Bereich des Datenschutzes auch zu schützen haben. Und da ist der natürlich bestmöglich einzuhalten gewesen, wenngleich wir dort über die Zeit lernen mussten und wir im Laufe der Zeit dann einzelne Regeln dann anpassen mussten. Aber es ist durch den Datenschutz nicht die Pandemiebekämpfung unmöglich gemacht worden, sondern im Gegenteil. Der Datenschutz hat das, was vertretbar war, sozusagen uns ermöglicht. Und dafür bin ich Ihnen außerordentlich dankbar. Ich will noch drei Punkte ansprechen, die Sie angesprochen haben im Zusammenhang mit der Frage, an welchen Stellen müssen wir Informationsfreiheit gewährleisten. Und Sie hatten die kommunale Familie sozusagen dort einmal in Augenschein genommen, nachdem ich gestern auf eine mündliche Anfrage noch einmal deutlich gemacht habe, wie hoch die Hessische Landesregierung die kommunale Selbstverwaltung schätzt im Zusammenhang mit der Charta der kommunalen Selbstverwaltung des Europarates aus 1985. Sie erinnern sich sicherlich gestern an meine Ausführung, will ich das sozusagen in die Hände des Hessischen Landtages legen, um diesen Streit, was ist, wie weit geht kommunale Selbstverwaltung und Selbstverantwortung, dass hier dann unter den Kolleginnen und Kollegen in den entsprechenden Gesetzen dann diskutiert wird. Sie haben die Frage der Meldung von Datenschutzpannen bei der Polizei angesprochen. Herr Felstehausen hat das ebenfalls. Ich will hier noch einmal deutlich machen, dass es uns gelungen ist, dass wir ein Meldeverfahren mittlerweile miteinander vereinbaren konnten, vereinbart haben, was sozusagen Handlungssicherheit bietet. Weil diese Handlungssicherheit, Herr Felstehausen, war einfach nicht gegeben. Zum Schutz auf der einen Seite von Verfahren, auf der anderen Seite das berechtigte Interesse des hessischen Datenschutzbeauftragten, dass die Meldungen durchgeführt werden. Und wir haben, wie gesagt, hier im Einvernehmen ein Verfahren nunmehr gefunden, mit dem wir umgehen können.
Sie hatten darüber hinaus den Ausschluss der Informationsfreiheit gegenüber Landesamt für Verfassungsschutz und gegenüber Polizeibehörden angesprochen und dabei Beispiele gebildet, die ich nicht infrage stellen möchte, aber trotzdem darauf hinweisen möchte, warum selbst bei augenfällig irgendwie unproblematischen Beispielen eben bei diesen Behörden trotzdem ein besonderes Problem existiert. Und zwar ist natürlich es so, wenn man die Frage Schutzbedürftigkeit von Angaben von Gebäuden der Polizeibehörden so als solches nimmt, dann wird man nicht unmittelbar darauf hinkommen, wo sind da die schützenswerten Anliegen. Aber wenn es dann konkret wird, was die Liegenschaften von Polizei und Landesamt zum Beispiel angeht, dann gibt es sehr wohl schutzwürdige Interessen, die dort ins Spiel kommen, insbesondere wenn wir uns der Sicherheitsaspekte, die eben auch gerade beim Gebäudeschutz dort eingesetzt sind, uns vor Augen führen. Das gilt natürlich auch für den Fuhrpark. Natürlich kann man sagen, das ist ja kein besonders schützenswertes Interesse, wie viele Autos da rumfahren. Nein, das stimmt. Habe ich zuletzt in der letzten Runde hier im Plenum dem Kollegen Müller die Frage beantwortet, wie viele Fahrzeuge wir sozusagen im Einsatz haben. Aber wenn es darum geht, wie ist die Ausstattung, wie ist die Motorisierung, wie ist auch der entsprechende Schutz, die Fahrtechnik, Panzerung und so weiter, dann sind wir in einem Feld, wo man dann eben schon leicht dazu kommt zu sagen, da sind doch schützenswerte Interessen, auch bei diesen augenfällig irgendwie bei den Daten, die, sagen wir mal, nicht unmittelbar als schützenswert erscheinen. Also insofern werden wir dort die Diskussion miteinander weiterführen. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn wir miteinander diskutieren. Ich glaube, das hat sich schon bei unserem ersten Gespräch gezeigt, wenn wir miteinander in die Diskussion kommen und uns austauschen über unsere Argumente, dann werden wir jedenfalls mal, war das mein Eindruck, auf beiden Seiten immer ein Stückchen schlauer. Und das wird am Ende dem Datenschutz und der Aufgabenbewältigung der Landesregierung nur helfen. Insofern haben wir zwar unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Aufgaben, aber gleichwohl ein gemeinsames Interesse. Das Interesse ist einmal, den Datenschutz in unserem Lande so gut wie möglich sicherzustellen, Informationsfreiheit zu gewährleisten, auf der anderen Seite eine gute, optimale und effiziente Aufgabenbewältigung durch die Landesregierung in den einzelnen Fachspezifika. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bin sehr dankbar für Ihre Feststellungen und Ihre Beratung in den letzten Monaten. Ich freue mich auf die Zukunft. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Debatte. Wir haben den Bericht zur Kenntnis genommen und eine Aussprache darüber durchgeführt. Herr Professor Rossenhagel, ich möchte Ihnen noch einmal ganz herzlich danken für Ihre Arbeit. Sie sind hier im Landtag immer herzlich willkommen. Sie können auch hier bleiben. Die Stimmung ist ja immer gut. Sehr liebenswürdig sind die Leute. Ich stelle Ihnen das frei, was Sie machen. Sollten Sie uns jetzt verlassen wollen, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Glück auf und Gottes Segen. Applaus